Und damit herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital, dem Let's Play von mir. Uns hat sich ein bisschen was geändert. Leider Gottes habe ich aber auch schon was getriggert, was man jetzt nicht mehr sehen kann, leider. Ich habe das irgendwie versucht. Ja, ist egal. Erstmal jetzt erklären, was neu ist. Neu ist die goldene Toilette. Da hat man mir aber auch mittlerweile schon gesagt, das gibt es wohl schon länger. Man hätte sich hier einfach nur registrieren müssen. Wusste ich nicht. Mit dem Update, das jetzt aber kam, ist das dann jetzt, hier wurde es hier auch angezeigt. Deswegen, guck mal, ich kann mich, und dann konnte man das in-game halt alles machen. Das war vorher nicht so. Man konnte es aber schon vorher freischalten. Die goldenen Toiletten. Ein Thron der König und Knappe gleichermaßen erfreut. Und der DLC ist draußen. Der erste. Man weiß, ob es noch mehr kommen. Das weiß ich gar nicht. Aber wir haben Bigfoot als DLC. Folge einer Bitte der Bigfoot-Stiftung und besuche die Pony Mountains. Ja. Davon habe ich aber leider schon sozusagen die Erklärung von dem Level bekommen. Plus einen Brief. Einfach nur, weil ich das geladen habe, um zu gucken, ob es richtig installiert ist. Weil das wurde mir am Anfang nicht angezeigt, bin eingedockt. Das war vorher nicht da. Und jetzt ist es, ja. Ich habe es auch nicht gespeichert. Lustigerweise ist es trotzdem getriggert. Das ist ganz komisch, ganz blöd gelaufen. Und es gab ein Update. Das Update macht das Spiel, glaube ich, ein bisschen leichter. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Man kann mich jetzt so Policies abschließen, also Richtlinien, sage ich mal, machen. Dass man sagen kann, Leute sollen direkt behandelt werden. Also, das kann man uns nachher angucken. Ich weiß selber noch nicht genau, was jetzt genau neu ist. Aber man kann jetzt scheinbar Leute direkt zur Behandlung schicken. Auf den direktesten Weg und so weiter. Man kann wahrscheinlich sogar sagen, welche Richtung die laufen sollen. Also, irgendwie sowas kann man da jetzt machen. Also, dadurch wird das Spiel natürlich leichter. Zum anderen. Also, wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, man kann jetzt sagen, hier, das Raum ist nur für Diagnose und für das andere Raum ist nur für Behandlung. Das war im Patch davor, im jetzigen Patch so. Und, was jetzt ganz neu ist, es gibt eine deutsche Sprachausgabe und zwar komplett alles vertont in Deutsch. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen was anderes, wir werden es sehen. Ich sage jetzt einfach mal, Speicherplätze, den da hier, ne? Das spielen wir weiter. Ich hoffe immer noch, dass es jetzt triggert, aber es wird wahrscheinlich nicht triggern. Leider nein, schade. Jedenfalls hat man einen Brief bekommen. Und zwar, dass wir nach hier oben, warte, wo ist es? Genau, nach hier oben kommen sollen. Leider ist der Brief nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie aufrufen kann. Ich glaube aber leider, nein. Das ist ein bisschen schade, ich habe nämlich auch nicht gelesen. Ich habe ihn einfach weggedrückt und dachte, oh komm, dann beende ich das. Also ich bin hier, Escape, und habe dann Spiel beenden gemacht und dann, nein, nicht speichern. Und leider hat das aber trotzdem irgendwie gespeichert. Das ist ein bisschen schade, den Brief hätte ich gerne gelesen. Aber, naja, gut, kann ja jeder selber lesen, wenn er es aber selber spielt. Wir werden das DLC. Ich weiß gar nicht, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Habe ich das hier schon angefangen? Nee, oder? Sieht nicht so aus. Bilanz 0, Wert. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht angefangen. Sollen wir den DLC direkt mal spielen? Nee, oder? Wir machen erstmal die normalen Level. Den DLC hebe ich mir fürs Ende auf. Ist ja ein neuer Level. Ja, das machen wir, glaube ich, weil das ist, glaube ich, mit Sicherheit auch eines, was dann eher für fortgeschrittenere Leute gedacht sind. Aber schön, dass da auch hier oben tatsächlich noch was hinkommt. Außerdem ist es kalt, da muss ich die ganze Heizungen bauen und. Puh. Ne? Ja. Was war das hier? Ah, das war das Level. Ja, ja, das müssen wir auch noch irgendwann mal nachholen. So, hier haben wir noch einen. Also drei Level kommen hier auf jeden Fall noch. Und wir haben hier unten jetzt noch zwei. Ich habe auch die Vermutung, dass hier rechts wahrscheinlich noch irgendwann mal was kommt. Vielleicht. Who knows? Vielleicht auch hier unten noch irgendwo. Oder? Oh! Rockford Castle, erhalte einen Stern in Spellbird. Oh, das haben wir vorher noch nicht gesehen. Oh, und da ist auch noch was. Oha! Sehen wir das vielleicht jetzt. Was sind das DLC-Dinger? In Hotel Underlock? Oh, okay, wir haben hier also drei DLC-Gebiete. Alles klar. Gucken wir uns später an. Nicht jetzt, denn jetzt möchte ich. Also dann bin ich mir aber eigentlich schon ziemlich sicher, wenn hier oben noch was ist und dann die Kamera hier so rechts runter driftet, dass da rechts oben noch auf was hinkommt. Aber zu 100% kommt da oben rechts auch noch was hin. Ja, ja, bin ich mir eigentlich ganz sicher. So, egal. Fangen wir an mit dem Level hier unten. Was richtig schön wird, glaube ich. Speedy Palms ist ein Resort. Speedy Palms ist ein beliebter Ort für Urlaubsort für Leute, denen die häufigen Erdbeben und andere Naturkatastrophen nichts ausmachen. Ja, gehen wir mal rein. Mal gucken, wie lange ich heute spiele. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Und wie lange die Aufnahme hier geht. Für Leute im Stream auch.
Ja, schauen wir mal, ne? So, angefangen haben wir noch nicht. Am Krankenhaus werden, was wollen wir denn haben? Heile 5 der Patienten mit vorzeitiger Mumifizierung. Genau, das haben wir schon letztes Mal gesehen. Das, es gibt hier schon mal eine neue Krankheit mit Mumien. Heilungsrate von 60%. Krankenhauswert von 750 erreicht. Ein Temperaturkomfort von 60%. Ja, das ist ja alles, sage ich jetzt mal, nicht unmöglich zu erreichen. Jetzt brauchen wir aber erstmal natürlich eine Aufnahme. Da, ba, ba, da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So, das ist natürlich die Frage, wie groß muss ich diesen Raum denn... Ja, das sollte eigentlich reichen, ne? Also größer als das ist ja schon... Blödsinn. Ja, ich glaube, größer als das ist schon wirklich Blödsinn. So, wir brauchen mehr als drei, brauchen wir am Anfang erstmal nicht. So. Ist natürlich die Frage, was von diesen Geräten hier bringt mir eigentlich am meisten? Und ist es hier kalt oder ist es hier warm? Es ist hier warm. Das heißt, wir bauen hier Klimaanlagen. Bruder, das ist doch Bruder. So, ich sehe natürlich jetzt noch keine Änderung, weil das noch nicht läuft. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier das so gebaut werden sollte. Dann haben wir hier eine Kaffeemaschine, die wir hier mal hinsetzen sollten. Dann einen Rosenstrauß. Einen Rosenstrauß. So, dann haben wir einen Rosenstrauß. Heiße Schokoladenmaschine? Das ist neu. Schenkt eine heiße Schokolade auf seriöse Weise aus. Gut geeignet für seriöse Geschäftsleute, die an seriösen Orten seriöse Geschäfte zu erledigen haben. Ah, das ist das... Okay, man muss dazu sagen, das DLC, was man installiert, ist auch ein Weihnachts-DLC. Das heißt, es gibt weihnachtsdekorative Sachen, die man freischalten kann. Ich mache das direkt mal, weil ich habe so viele Kudosch. Was soll ich sonst damit machen, nicht wahr? Löscht den Durst, erhöht die Zufriedenheit. Vergessen Sie nicht, Ihrem Arzt ein Trinkgeld zu geben. Das ist also jetzt die deutsche Stimme. Schön. Warum sollte ich in der Aufnahme etwas für die Weiterbildung bauen? Das ist ja Blödsinn. Stufe 3. Ja, komm, dann bauen wir mal ein bisschen was auf die Tische, ne? Bam, bam, badada. Oh, und Blümmer brauchen wir natürlich auch. Ich kann es nicht umdrehen. Was ist da? Oh, ich habe die Pause aus irgendeinem Grund weg. Das ist natürlich nicht gut. Und von wo kommt der denn jetzt? Von da oben? Das ist aber auch nicht gewollt, wenn man so sagen darf. So. Da, 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 die da. Das ist doch die da. Oh, es gibt auch neue Musik. Okay, cool. Also das ist schön, dass die DLCs dann tatsächlich so ein bisschen vollumfänglich sind, dass man mal andere Musik auf die Ohren bekommt. Ach, schön. Schön, das gefällt mir. So, jetzt versuchen wir erstmal die Prestige auf 5 zu bringen. Ja. Ja, ich krieg das einfach. Jetzt haben wir 5. So. Da müssen wir natürlich noch jemanden einstellen. Assistenten. Erhöht die Zufriedenheit. Ja, dann ist sie halt zufriedener. Das ist zwar. Eigentlich hätte ich lieber mit Kundenfreunden. Aber gut, dann machen wir halt. Klassenclown verträgt scharfe Speisen und hält Leute mit tollen Tanzschritten. Das ist doch schön. Direkt mal einstellen. So. Dann brauchen wir einfach mal eine Arztpraxis.
Ist jetzt die Frage, wie ich das Krankenhaus nachher baue. Hier hätten wir relativ viel Platz. Und da, naja. Ich glaube, das baue ich schon mal. Hätten wir hier. Okay. Also Ziel müsste sein, dass meine Behandlungszimmer hier in dem Bereich sind. Hier müssten die Diagnosedinger reinkommen. Hier kommt vielleicht die Diagnose- und Behandlungszimmer rein. Ah, schwierig. Ja doch, das wird das Behandlungsdiagnoseding. So. Dann machen wir jetzt mal eine Arztpraxis. Kann man eigentlich die Dinger mittlerweile speichern? Das wäre echt cool. So ein eingebautes Ding einfach speichern und jedes Level übernehmen. Das wäre so gut. Wenn das mittlerweile möglich wäre. Aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich leider nicht. Wie mache ich das am besten? Oh, lass mal hier hin. So, ein bisschen desinfizieren. Die Klimaanlage brauchen wir halt hier. Eine Kaffeemaschine ist immer gut. Süßigkeitenspender ebenfalls. Dann noch ein Rosenstrauß. So, und jetzt kommen die goldenen Sterne. Oh, ich muss noch einen Aktenschrank platzieren, sehe ich gerade. Sonst ist der Raum ungültig. Das wäre ja nicht so gut, ne? Oh Gott, gibt's da. Wow, da gibt's echt viel Spiel zum Freischalten. Oha. Oh mein Gott. Ein Elchkopf. Ja komm, wir schalten einfach alles frei. Ich habe so viel Zeug. Katzenteppich, Astteppich, Ententeppich, Teppich mit Leopardenmuster, Poster Pixeliose. Das ist, glaube ich, nicht neu. Das habe ich einfach noch nicht freigeschaltet gehabt. Poster tierische Anziehungskraft. Okay, vielleicht sind das doch neue alles. Grauanatomie, Poster Topfschmerzen, Schockschwere Not, Schildkrötensyndrom, Poster verzerrte Mumifizierung, Hund auf Leinwand, Kunst mit Hund, Point-Gemälde, Kuckucksuhr. Warte mal, sind das? Sind das vielleicht dann die Entwickler, die da drauf sind auf dem Bild? Nur leider so klein, dass man es halt leider nicht erkennt. Könnte halt echt sein, ne? Sitzwürfel, okay. Blechpalmkranz und eine Tanne. Ich habe immer noch 3000... Also immer noch über 2000 Kudos. Wow. Wow. Wir haben Weihnachten. Juhu. Nein, ich brauch's hier nicht hin. Also, keine Sorge. Wobei es natürlich jetzt gut sein kann, dass dieses Ding hier wesentlich besser ist als ein goldener Stern. Nee, nicht wirklich. Bauen wir goldene Sterne weiter. Denn die sind so gut. So, dann brauchen wir natürlich auch einen Arzt. Einstellen. Ärzte. Das fängt ja gut an. Bam, bam, badadadan. Badabam, bam. Du sollst arbeiten, Alter. Was machst du? Wir arbeiten, behandeln meine ersten Kunden, Patienten, whatever. So, mal gucken, ob wir da vielleicht ein paar gute Ärzte jetzt bekommen. Ja. Streitet gern.
Eine hervorragende Beifahrerin, streitet aber gern. Auf aus den Federn, Leute. Hier ist Harrison Wolf von Radio Two Point. Wenn ich es mir genau überlege, könnt ihr mir ja auch vom Bett aus zuhören. Also bleibt ruhig liegen. Und statt Federn genießt ihr ja heutzutage alle eure qualitativ hochwertigen Memory Foam Matratzen. Also ab in den Kaltschaum, Leute. Okay, die Stimme ist okay. Ich finde, sie ist nicht so gut wie die englische, weil die englische klingt immer so voll gelangweilt und gechillt und so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. So, das ist aber jetzt dann hier eine Behandlung, die ich hier brauche. Ich verschiebe die später dann einfach. Aber ich werde die jetzt erstmal provisorisch hier reinbauen. Ich muss hier ja auch noch eine Toilette reinbauen und alles. Machen wir auch noch alles. Und jetzt ein paar Goldsterne. Einstellen. Krankenpfleger. Ja, leider nur Schrott im Moment. Ach so. Ich soll schon eine Klimaanlage da reinsetzen, sehe ich gerade. Bam bam badadan, dan dan dadadadan, dan dadadadan, dadadadan. So. Da ich hier schon Warteschlangen hervorsehe, mache ich immer das. Dann machen wir auf jeden Fall einen Mülleimer auch. Oh, und schon mal eine Bank. Bam, bada, bada, bam, 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 bam. What the problem with that? Kommt man da nicht vorbei? Oh, diese Feuerlöscher habe ich komplett vergessen. Die habe ich auch noch nicht gebaut. Heieiei. Okay, wenn ich den aber mehr in die Mitte an den Rand stellen, müsste das doch gehen, oder? Bam, bam, ba. So. Auch eine nichts hat oder eine Apotheke. Ja. Gestern habe ich ein Rudel Rekruten der Orbi-Stiftung die Straße entlang laufen sehen, als einer von ihnen gestolpert ist und von den anderen getrennt wurde. Er begann, nur noch im Kreis zu laufen und gegen Wände zu stoßen. Das ist er also, euer Beweis, Leute. Von ihrem Kollektiv abgeschnitten, sind die Drohnen nicht mehr funktionsfähig. Merkt euch diesen Schwachpunkt, wenn sie kommen, um uns zu holen. Es ist ungewöhnlich, dass man das jetzt, dass es jetzt ein Deutsch ist. Das ist ein bisschen ungewöhnlich.
Ja gut, stellen wir erstmal diese Person ein, bis wir halt einen besseren haben. Geht das überhaupt ohne Apothekenausbildung? Ja, oder? Ich glaube schon. So. Was ich jetzt dann als Zimmer baue, erstmal ist ein Forschungsding. Forschung, eine Toilette. Ach siehst du, ich brauche noch einen Hausmeister, fällt mir gerade auf. Ich weiß, dass ich das besser machen kann hier. Aber lass mich doch jetzt erstmal bei dem Level hier klarkommen. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Warte mal kurz und dann feiern wir die, weil die werde ich nicht brauchen mehr. Geheilt ist. Baue ich jetzt erstmal eine Toilette. Weil die werden wir brauchen. Wo haben wir die Toiletten denn? Radiologie, Toilette, Toiletten. Ich wollte immer 4 Stück haben, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Warte mal, jetzt gab es doch auch. Jetzt habe ich gesagt, ich habe doch goldene jetzt. Wo kriege ich die denn? Da. Ja, freischalten. So. Sind mit Sicherheit auch teurer. Oh, da geht das Prestige aber richtig schön schnell nach oben. Ah, das gefällt mir doch. Ja, 4 Stück, das ist okay. Machen wir einfach nur die Türe woanders hin. So, dann brauchen wir natürlich Waschbecken. 1, 2, 3, 4. Sorgen Sie für ein wenig mehr Drama in Ihrem Leben. Die Stimme kenne ich doch irgendwoher. Dem Getränk, das die Bühne Ihres Lebens zum Leuchten bringt. Ah. Varieté, das Getränk mit Unterhaltungswert. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio 2 Point. Bam, badam, da da da, da da da. So. Und dann brauchen wir noch die goldenen. Oh, was kann ich da noch alles freischalten? Okay, so langsam werden meine Kuhdorf dann doch leer. Automate mit saugfähigen Snacks? Zufallsgetränkeautomat, bestückt mit Varietee, genau der richtige Getränk für einen Pointianer, die auch Durst auf etwas Nervenkitzel haben. Sollte die Gesundheit verbessern, könnte sie aber auch verschlechtern.
löscht den Durst, erhöht das Chaos. Okay. Gefüllt mit Schoko-Biskuit-Bällen, wer keine Zeit hat, zur Toilette zu gehen, kann mit diesem Snack kurzerhand ungewollte Flüssigkeiten aufsaugen. Senkt den WC-Bedarf. Okay. Interessant. Heizöfen, erhöht die Temperatur. Laterne natürlich auch, ja. Das ist ja mal. Okay. Auch in der Apotheke behandeln lassen, alles klar. Wir brauchen dann noch ein Weiterbildungszentrum irgendwann. Mache ich am besten jetzt schon. Und ein Pausenzimmer brauchen wir natürlich auch. Das will ich natürlich gar nicht abstreiten, dass wir das brauchen werden. Gibt's hier auch Neues? Sofa. So, jetzt habe ich meine ganzen Gudosch mittlerweile mehr oder weniger ausgegeben. Ich dachte, ich hätte endlos viele. Ja. Okay. Gute Neuigkeiten für all euch Rockfans. Ich habe zwei Karten für das Konzert von Two Point Tronic an diesem Wochenende und ihr könnt sie euch mit der Beantwortung einer einfachen Frage verdienen. Wie lautet der erfolgreichste Song der Band? Sie haben nur drei, also kann das nicht so schwer sein. Ruft an, wenn ihr es wisst. Sie haben nur drei. Ich bin mir nicht sicher, ob das die gleichen Texte sind. Erdbebenwarnung. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. So, dann brauchen wir hier aber noch trotzdem irgendwas für diesen Spaß. Wird sich meine Leute auch wirklich erholen. Ein Assistent wird an der Aufnahme verlangt. So, Notfallfraktur? Nein. Haben wir noch keine Fraktur. Ich muss erstmal die Grunddinger hier von meinem Krankenhaus in Ort hinbiegen. Oh, der erste Tote. Dann bauen wir jetzt ein Weiterbildungshaus. Häuschen. Gebäudechen. Ja, Weiterbildung. Ba, ba, bam, ba, ba, ba. Maximal zwei Leute weiterbilden. Vielleicht drei. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Na, machen wir doch noch ein bisschen größer. So. Also, unseren Hausmeister, den da, werden wir erstmal auf Instandhaltung skillen.
Dann machen wir eine Apothekerin, die besser wird. Dann machen wir einen Allgemeinmediziner, der immer besser wird. Und dann schauen wir mal weiter.